So, Leute, herzlich willkommen zu Road to Commander Episode 14. Ich habe jetzt mal wieder versucht, mein Headset nach alten Standards einzustellen. Ich hoffe mal, das funktioniert ganz gut. So, Herrschaft-Terminal ohne zu Force hosten und, oder, ja, Lobby aufzumachen. Optimal. Ich könnte echt MW3, könnte ich dauerhaft Terminal spielen. MW2, eher nicht so. Und es hat sogar gerade erst angefangen. Perfekto. Aber nur noch Premium-Verbindung. Das sieht aber auch auf den ersten Blick ganz gut aus. Balkentechnisch zu. Zumindestens. Keine Ahnung, wie schnell jetzt so ich mit der Barrette jetzt laufe im Vergleich zu MW2. Ich meine, in MW2 war das ja quasi eigentlich ein bisschen assi. Da bist du mit Sturmgewehren und so langsamer gelaufen. Und mit Sniper so schnell wie mit einer Submachine Gun. Hoppla. Ja, super, du kannst mich jetzt wieder killen. Ich weiß nicht. Ja, ein bisschen höher. Probieren, vielleicht kriegen wir es ja auf die Kette. Für ich den Sprung zwischen 8 und 9, den finde ich echt richtig krass. Hitmarker. Und ich habe keinen Taktikeinstieg. Das wird mich hier auf Terminal wieder saumäßig ärgern. Weiß auch nicht, was sie sich dabei denken, das so hoch anzusetzen. Ich meine, das ist ja nicht wirklich OP, so ein Ding. Nee, das ist mir doch zu hoch. Ich bräuchte 8,5. Ja. Irgendwann wird doch mal was hitten da. Oder auch nicht. Da ist einer links um die Ecke, kill ihn bitte. Nein. Oh, ich hasse es. Taktikstörung kneifen, so schlecht. Hallo. Geht doch. Hm? Ah, der rennt da hier rein, der gönnt sich richtig. Hä? Hitmarker? Alle da, ey. Oh, das ist so brutal. Komm, gib mir den Spot da. Gib ihn mir. Ja, Smoke. Smoke Weed every day. Ich sehe nichts. Und dann auf einmal ist da. Ja, er hat mich umlaufen, okay. Ah, okay, da kommt wer. Collateral? Na, Scheiße. Bei B? Okay, es ist ja. Wieder einer. Junge, was ist denn der Spawn, ey? Ach ja, Fairness. Und es war wieder ein Deutscher. So. Komm aus dem Spawn. Gottmod-Klasse? Ja, Gottmod-Klasse. Ich liebe es. Funktioniert mein Meisterschütze nicht, oder was? YouTube One irgendwas ist locker der Unsichtbare. Nee, das. Doch, 2-0 könnte der Unsichtbare sein. Prestige 18. Ich meine, der muss natürlich auf YouTube zeigen, wie cool es ist, unsichtbar rumzurennen.
Die Härte. Schade. Aber dass die das übernommen haben. Ich dachte nämlich früher mal, das wäre so ein Bug, dass es in MW2 geht. Also irgendwie so ein Fail halt. Ach, Junge. Ach, das ist der Unsichtbare. Oh, fick dich. Ist er raus? Ja. Okay. Na, entweder ihr habt B oder A. Gar nichts ist ganz schlecht und C ist auch nicht gut. Ja, ihr verliert. Okay. Da scheint auch keiner. Na, wir verlieren doch nicht A. Marker. Junge, die haben es so nötig mit ihrem Smoke, ey. Claymore, cooler Typ. Macht irgendwie keinen Spaß so. Ja, man muss natürlich auch treffen können. Oh, Junge, wehe. Das ist einer echt mit so einer Aufklärungsschwebedrohne. Gottes Willen. Ja, ich dachte mal, kann ja mal optimistisch sein. Hat er Thermal? Hä? Warum konnte der durch den Rauch sehen? Also ich meine, in der Killcam wird es nicht angezeigt, aber... Das sah jetzt auch nicht wirklich so aus, als hätte er blind in den Rauch reingeschossen. Machte für mich jetzt nicht so den Eindruck. Schade. Da haben wir einer noch den Last Killstreak da so ein bisschen... Ja, kaputt gemacht. Na, auch kein so schlechter AC-Kill. Okay. 20 Kills in Herrschaft, nicht so knaller. Ja gut, okay, wir haben hoch gewonnen und keine guten Spawns gehabt. Na. Timed out. Und was? War da die Legende himself, Kampfgeschwader? Komm, ich will ihn sehen. Gerade vorbei, oder was? Ja. Sieht nicht so aus, aber können wir vielleicht eher in Spielerbegegnungen.
wusste doch, ich habe ihn gesehen. Guten alten Kampfgeschwader. Was sind das? Was sind das für Trophäen? Ghosts, ne? Ist das Ghosts? Sieht aus wie Ghosts. Kurz mal den Typen ein bisschen im Internet stalken. Peasant Profiles. Kampfgeschwader Underline ist das, ne? Weil ich hatte da eine Idee, was der auch gespielt haben könnte in letzter Zeit. Aber das wäre schon fast zu cool, um wahr zu sein. Okay, Interchange gewinnt gegen Dingens, aber ich habe keinen Bock jetzt hier auf Interchange so defensiv zu snipen. Ich glaube, da spiele ich jetzt echt ACR. Ja, Enemy Front. Wusste ich's doch, weil ich habe, das habe ich auch, das ist bei mir auch gerade im Moment so eine Leiche. Das liegt noch rum mit 20% oder so, weil ich da an einer Stelle so ein bisschen kotze. Was hatten der hier noch? Black Ops 3? Auf PS3? Ja gut, ich glaube, der hat auch nur eine PS3. Ghosts? Sniper Ghost Warrior? Battlefield 3? Ja, können wir gleich mal weiter gucken. MW3 logischerweise. Spec Ops The Line. Uncharted. Duke Nukem. Ja, Duke Nukem hat er auch weitergespielt als ich. Ist auch nicht so das Knaller-Game, ne? Oh Gott. Ich habe gar nicht Fingerfertigkeit am Anfang. Aber wie gesagt, ohne Arzt, ohne Extended Max auch nicht so die gute Idee. Oh, ist das wieder ungewohnt. Mit Stalker hier und einer Waffe rumzurennen. Gut. Richtig die 1A-Sniper-Lobby hier. Wird es dann direkt hier dem Moab, ey? Wäre auf jeden Fall sau lustig. Glück gehabt, dass der ein bisschen daneben geschossen hat. Ah. Nein! Nein, hat er sich echt. Gut, was hatte ich denn für eine Streak? Ich glaube, ich hatte am Anfang einen Kill maximal oder gar keinen. Ja, dann wäre es jetzt eine 22er Streak. Ne, 21er Streak gewesen. Mit Hardliner Pro. Gut, ist jetzt nicht so weit weg von der Moab, ne? Ich merke gerade, Aiming auf Empfindlichkeit 8 mit Rackgun war schon mal besser. Schade. Und ich bin noch nicht unsichtbar. Auch nicht so gut. Fuck. Ja, es kommt nichts an, was ich hier schieße. Absolut lächerlich. Warum müssen wir hier die ganze Zeit wieder mit Assault, ey? Das nervt einfach. Das führt nur zu Triple Cap. Und. Boah, mein Distanz-Aiming ist ja so unglaublich schlecht. Klar, dass ich dann hier gegen so einen Typen verliere. Das muss echt besser werden.
Das würde eigentlich dafür sprechen, dass ich mehr Rackgun spielen muss. Das kannst du ja keinem antun, ey. Okay. Kommt. Lol, habe ich gar nicht gesehen. Kommt da einer wieder von der Seite. Stealth-Bomber. Ah, ist mir ja eh eigentlich lieber. Spawn. Assassin Pro, Gott sei Dank. Verlieren wir gerade B? Korrigiere, wir haben B schon verloren. Das ist nicht so geil. Trauen wir uns mal hier rein. Jetzt schnell wieder gleich den Rückzug antreten. Nein! Wo war der? Den Kuh. Hä? Der war ganz. Warum habe ich ihn nicht gesehen? Dachte, er hätte sich da schon irgendwo reingelegt. Sneaky. Ohne Blind Eye nicht so, der Knaller, die Kobra. The fuck, ja, vorne und hinten. Da bist du vor allem ohne Extend Max richtig am Arsch. Der hätte doch locker sein Taco da. Fair.
Direkt nach dem Spawn eine Nate, die ihn fast killt. Jungs, er kommt mit guter Hold oder so da rausgesprintet. Vor allem, die raffen es nicht, dass der da einen Taco hat, oder? Doch jetzt mittlerweile, glaube ich. Sentry! Und Stealth Bomber. Glück gehabt. Ich weiß nicht, inwiefern das Ding dazu neigt zu explodieren. Noob-Tube, oder? Ja. So ein Sack. Ist schon vorbei? Ah, nö. Nur. Bisschen geht. Geht noch. Hä? Wieder um die Ecke gestorben von der Sniper. Steht das Sentry von dem da jetzt, oder? Ich hatte das Gefühl gerade, mein Assassin war schon weg, bevor mir der Kill angezeigt wurde. Okay, vorbei. War eine ganz ordentliche Runde. Ich weiß gar nicht, wie lange läuft denn hier auch noch? Das war jetzt die zweite Runde, ne? Ja, eine Runde geht noch. Ja. Totenstille habe ich frei, ne? Oder war das nur ein Emblem? Ach so, hatte ich schon frei, aber... Was habe ich da jetzt frei? Ach, Meisterschütze Pro. Okay. Eine Runde geht noch. Was war das jetzt? Also. Okay. Oh, nee, auf so einen Typen habe ich echt keinen Bock. Gut. Nochmal Interchange, aber jetzt snipe ich. War mir jetzt gerade wieder zu viel AC, ja. Hm. Ach, hier wieder mit unserem Arizona. Hast du ein Colette? Nee. Ach Quatsch, das wäre ja dann noch 200 Punkte hier, seit MW3 dauerhaft Double XP hat. Das war ein Colette. So. Weiß noch damals, wie ich mich da gefreut habe für meinen ersten, über meinen ersten Collateral. Ich glaube, den hatte ich auf Carnival. In 6v6 in MW2. Oh, Junge, das ist richtig hart. Arizona, der hat's ja unnötig. Schade, der Alice hat sich noch gegönnt. YouTube X Sneaker Freak. Ah, okay, der war mit guter Hold her. So schnell unterwegs.
Ja, MP7 auch so eine Waffe, die kriegt man ja auch erst so spät frei. Gut, jetzt noch eine Runde. Ich meine, die war ja mehr als nur kurz. Oder weniger als nur kurz. Okay, was war das? Also wofür gab es das jetzt? Würde mich mal interessieren. Die Mieze. Ach so. Hä? Das war doch kein Colette. Ach so, ich glaube, das kriegst du ja echt, wenn nur einer von den beiden Colette ist, ne? Weil ich glaube, einer von den beiden Headshot ist. Weil ich habe, glaube ich, keinen Colette-Headshot gemacht. Weißt du, früher hatte ich die dann mit Aufsatz gespielt und dann irgendwie Rotpunkt-Schalldämpfer gespielt und sowas. Das ist ja sau unnötig. Die Hitze auch so ein bisschen über den Tag. Jetzt ist nicht mehr so warm, aber wir haben heute Donnerstag, den 23. Juni 2016, und da hatten wir, das war so eine 30-Grad-Welle, die wir hatten. Eigentlich würde ich auch immer Fußball nochmal geguckt haben von der EM, aber auch dann irgendwie doch nicht zugekommen. Schade. Ich weiß bis heute nicht, was der da sagt. Der Sprecher da. Junge, Junge, Junge. Wieso müssen die alle noch so tryharden, ey? Ich meine, das war ja eben mit meiner ACR auf Interchange auch. Naja, also war relativ locker gespielt. Nicht irgendwie mit Headglitch und sonst was. Habe ich echt, vergeht mir alles. Ich glaube, ich kann echt MW3 abends nicht recorden. Das ist echt nervig gegen die ganzen Leute. Ich habe ja viele von den RTC-Folgen waren ja echt so im Vormittagsbereich rum. Klar, ist natürlich weniger Lobbys und auch schlechtere Verbindungen eventuell, wenn man halt nicht Host ist. Das ist hier null spaßig. Von den Spawns. Drohne wird helfen. Okay, bei B. Ja, Junge, was denn los? Also meiner Meinung nach waren die Schüsse drauf. Gut, dass du dich nicht umguckst. Lol. Ach, der hat sogar auch einen ganz coolen Titel, wie ich gesehen habe. Also, richtiger Gangster.
aufgedreht auf Drogen mit gut erholt und MP7. Schade. Das war... Hä? Wie habe ich es geschafft, mich da selbst zu flashen? Taco. Die Gegend ein bisschen sichern. Achso, okay, der ist tot. Nein! Nein, der war gar nicht tot! Oder doch, nee, das war ein anderer. Extrembedingungen hat er ja, also so wie er jetzt gerade gespielt hat, hat er sich die mit Sicherheit nicht auf Pro gespielt. Nein. Hm? Man. Dieser Arizona-Typ, echt mit Level 40 schon die ACR dann. Gut, ich meine, ich hätte mir auch gerne die MSR von Anfang an freigeschaltet, ne? Habe ich am Anfang probiert, aber ging ja nicht. Das war so klar, ich sehe rechts auf dem Radar jemanden und gucke dann links gar nicht. Jetzt stark an der Menschheit gezweifelt, wenn ihr den nicht geholt hätten. Das ist unglücklich. Muss Stealth-Bomber wachen, vor allem vom Team. Ja, wir wissen es, beschützt den Flag-Runner und Capture the Flag. Deswegen ist er im Support-Package. Because you are helping the team winning, ja, ist klar. Wahrscheinlich bin ich auch Hardcore-Objective-Spieler, wenn ich in MW2 auf die New campe, damit mein Team am Ende gewinnt. Ja. Hardcore-Objective. Nein. Schade. Erstmal EMPen. So. Jetzt meine Drohne. Nein! Oh, Junge. Sissen. Sneaker Freak. Den gucke ich gleich mal auf YouTube nach. Ich werde das jetzt auch wieder übelst peinlich. Am besten noch mit Full Team Support MW3 spielen. Auf Terminal. Noch einer mit Assassin. Ach ja, unser Extrembedingung. Aber jetzt hat er, jetzt ist er, glaube ich, gesprintet. Jetzt ist er gesprintet. Ja. Vor allem YouTube und dann noch, ein X. Ist nicht cool, ey. Voll in seinem Element, aber sowas von. War das ein Colette? Nö. Natürlich nicht, warum auch?
Verbindung war gerade wieder übrigens absolut Premium bei den Schüssen. Von wo? Okay, kenne ich mich. Ja, war klar, mit Juggernaut. Ja, jetzt kann ich sie nicht aktivieren für 45 Sekunden. Ja, bis dahin ist das Match, glaube ich, mehr oder weniger gelaufen. Ist der nicht geblendet gewesen? Erstmal angucken. Ach, fast gar nicht. Ja, das wäre der. Junge, das ist so unglaublich assi. Ja, Teammates. Junge, der ist so am Arsch, der Typ. Komm, Wurfmesser across für dich. Gönn dir. Das war ja geil. Wer ist gerne über so eine hohe Distanz, oder was heißt hohe? So eine Distanz irgendwie auch mal ein Wurfmesser in einem W3 getroffen habe, habe ich nie so wirklich probiert. Da habe ich nie mit Wurfmesser eigentlich so gespielt. Eher so ein MW2 noch so zu Anfängen, noch vor dem W3 Release. Da hatte ich auch so zwei, glaube ich, across the map. Ah, das war nochmal ein cooler Kill zum Abschluss dieser Episode, finde ich. Ja. Gut. Das war's. Bis dann. Haut da rein.